Der Diskusring von Helsinki war schon zweimal ein gutes Pflaster für Athletinnen aus Deutschland. 1971 lag Liesel Westermann aus Leverkusen bis zum letzten Durchgang in Führung. Dann aber gelang Faina Melnik aus der Sowjetunion im sechsten Versuch mit 64,22 Meter ein neuer Weltrekord und sie wurde die Europameisterin von Helsinki. Bei der Weltmeisterschaft 1983 schleuderte eine junge Leipzigerin den 1 Kilo schweren Diskus fast 5 Meter weiter. Martina Opitz, spätere Hellmann, die erste Weltmeisterin.